Hallo und Wattmannsheil. Wir sind auf den internationalen Jagd- und Schützentagen in Grünau, die jetzt zum 9. Mal stattfinden. Neben mir steht der Neil Schof von RWS. RWS hat in Deutschland Vertrieb des norwegischen Schalldämpferherstellers Hausken. Und die haben was Neues am Start. Und da kannst du uns jetzt drüber aufklären, was das ist. Andreas, hallo, grüß dich. Hallo, liebe Nutzer von Eufer Hunters, Eufer Shooters. Herzlich willkommen. Ja, Hausken hat tatsächlich was Neues auf den Markt gebracht. Dieses Jahr den Hausken Titan Hybrid. Ein Schalldämpfer, der speziell für Anwendungen im Schießkino sind, auf dem Schießstand sind, der wo eben mehr Schussabgabe erfolgt, eine höhere Kadenz hat. Der Schalldämpfer besteht aus einem Titankern und durch eine verstärkte Außenhülle, Aluminium-Außenhülle, deswegen Hybrid. Er hält ja trotzdem ein relativ leichtes Gewicht noch, aber ich kann eben eine hohe Schussfolge abgeben. Das kann ich im Schießkino machen, auf dem Schießstand, kann ihn aber trotzdem genauso für die Jagd verwenden. Also halten wir mal fest, Titan spart Gewicht und ist stärker belastbar als Alu und dadurch kann ich den auch... Die Gewichtersparnis gegenüber Aluminium ist nicht gegeben, das ist nicht so, aber der Titan ist eben deutlich belastbarer. Ne? Das kann man so sagen. Und das sind die Vorteile. Dass es belastbarer ist, das kennen wir zum Beispiel zu Hause von unseren titannitrierten Bits und Bohrern, die dann länger halten. Ganz also genau. Ein Material, was wirklich eine gute Stehzeit hat. Hohe Belastung aussieht, ja. Gut. Darüber hinaus haben wir noch einen lang erwarteten und ersehnten Hausken Quick Adapter auf den Markt gebracht, der aus drei Teilen besteht. Das ist einmal der Teil, der in den Hausken Schalldämpfer eingedreht und eingeklebt wird. Passt in das 18x1 Gewinde von Hausken rein, in alle bestehenden Schalldämpfer von Hausken mit 18x1 Gewinde. Daneben kommt dann das Gegenstück, das kommt auf die Mündung drauf, abhängig von dem Mündungsgewinde. Dankeschön. Und dazu noch die Abdeckkappe für das Mündungsgewinde. Auch das Stück für die Laufmündung wird drauf verschraubt und verklebt. Und dann habe ich eben nur noch, wenn ich das jetzt dagegen halte, diesen kurzen Anzugsmoment. Und dann sitzt mein Schalldämpfer perfekt arretiert auf meiner Waffe drauf und ich kann sofort loslegen.